Jetzt kommen wir dann zum ersten Vortrag des heutigen Tages. Falk ist unser Spezialist für juristische Fragen bei OpenStreetMap und vielleicht von daher auch relativ geeignet dafür, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wie die Regeln der Datenstrukturen auszusehen haben und wie diese zustande kommen. Und das hat er mal ausführlich analysiert. Und ja, ich wünsche viel Spaß beim Vortrag. Ja, recht vielen Dank. Heute also mein Vortrag zu OpenStreetMap und die Kunst, die Welt zu ordnen. Es hat sicher auch irgendwas damit zu tun, dass Juristen immer irgendwelche Sachen kleinhacken, strukturieren müssen, um sie zu verstehen, sodass ich halt auch immer bei OpenStreetMap so ein bisschen unglücklich war, weil ich die Struktur hinter den Text eben nicht verstanden habe. Das war aber eben immer so ein dumpfes Gefühl der Unzufriedenheit und ich denke, ich habe jetzt so ein paar Gründe gefunden, warum das so unstrukturiert ist und warum auch irgendwelche Diskussionen in den Mailinglisten über das richtige Tagging ergebnislos verlaufen. Aber ja, schauen wir mal. Und da bin ich dann auch schon, das war jetzt schon das Ende. So, machen wir mit dem Anfang los. Also zunächst gucke ich mal, wie erfassen andere Leute Geodaten und was steht da im Hintergrund. Dann eben, was macht OpenStreetMap anders als andere und warum? Und dann drittens, was für Probleme bringt das mit sich? Und je nachdem, wie weit die Zeit dann schon ist, erzähle ich noch ein bisschen weiter oder wir gehen dann direkt in die Diskussions- und Fragerunde. Also, schauen wir uns das mal an. Wie geht das herkömmlich los, wenn ein Vermessungsamt oder ein Unternehmen Geodaten erhebt? Dann hat es eine feste Aufgabe. Und wenn es eine feststehende Aufgabe hat, die es mit begrenzten Mitteln zu lösen hat, macht sich also Gedanken, was brauche ich für die Aufgabe an Geodaten? Und strukturiert dann sozusagen schon mal vor, was muss ich überhaupt erheben? Weil alles, was umsonst erhoben wird, sind zusätzliche Kosten für ein Unternehmen, für eine Behörde. Das macht sie nicht. Die orientiert sich also, man wird sich in dem Fall also streng daran orientieren, was man wirklich unbedingt braucht. Entweder hat man dann eben ein vorgegebenes, feststehendes Ziel oder man hat feststehenden Mitteleinsatz und sagt, mach so viel mit diesen Mitteln, wie du kannst. Und das Ganze wird also mehr oder weniger durch den die Sache determinierenden Kostendruck bestimmt, was für Dinge erhoben werden und wie sie erhoben werden. Ja, das hatte ich also bereits gesagt. Man muss, hier wird im Vorfeld die Aufgaben sehr stark analysiert. Man strukturiert das Ganze dann auch im Vorfeld. Ne? Wenn man schon weiß, was man für Daten erheben will, kann man sich auch schon Gedanken darüber machen, wie man sie erfasst. Das ist bei OpenStreetMap ja anders. Und man guckt natürlich, was gibt es für Möglichkeiten, für technische Möglichkeiten, um möglichst wirtschaftlich, ökonomisch Daten zu erfassen. Das sind alles Sachen, die bei OpenStreetMap so ein bisschen anders laufen. Denn wir haben, wenn wir Geodaten erfassen, keine konkrete Aufgabe. Wir wissen in der Regel noch nicht, warum wir Daten erheben. Wir gehen teilweise raus und sagen, ach, da steht ein Papierkorb. Ich weiß zwar nicht, warum das unbedingt sinnvoll ist, den in eine Karte oder in die Datenbank einzutragen, aber ich mache das einfach, weil es macht mir Spaß. Ja, wir haben auch keinen ökonomischen Druck bei der Erfassung von Daten, weil jeder investiert natürlich sowieso bloß so viel Zeit, wie er hat, und so lange, wie es ihm Spaß macht. Und wenn er den Spaß verliert, dann ist er weg und dann hört er auf. Aber dann kommt vielleicht ein Nächster. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie die Notwendigkeit, sich Gedanken zu machen, was wollen wir eigentlich erfassen? Was und warum wollen wir uns erfassen? Weil, ja, wir sind ein Freiwilligenprojekt und da macht jeder das ohnehin, was einem Spaß macht. Wenn wir können nicht sagen, ah, uns fehlen jetzt zur Vollständigkeit für irgendeine Spezialkarte noch die Straßenbeleuchtungen in Münster.
So, dann können wir nicht sagen, los, jetzt alle raus und Straßenbeleuchtung mappen. Wenn da jemand sagt, macht mir keinen Spaß, dann geht er da nicht. Und dann wird eben das Projekt möglicherweise nichts, was diese Straßenbeleuchtung benötigt. Aber es gibt natürlich, also wir sind natürlich nicht ganz planlos. Es gibt so gewisse Korrektive, die sagen, was wir erfassen. Wir sind uns darüber einig, dass wir alle zumindest aus den Daten eine Online-Karte machen wollen, vielleicht auch eine Papierkarte und Routing wäre auch nicht schlecht. Aber dann hört es auch schon wieder auf. Bei Papierkarten oder überhaupt Online-Karten, Spezialkarten, ja, manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das nicht, weil die Daten nicht da sind. Gemeinsamer kleinster Nenner wäre hier vielleicht Straßenkarten, ne? Wo also alle Wege und Straßen drin sind. Und selbst in der Anfangszeit war das ja problematisch im Hinblick auf Routing. Da hat man gesagt, naja, Wege verbinden in der Not. Warum sollen wir das machen? Auf dem Renderer sind doch die Straßen verbunden. Für eine Papierkarte reicht das völlig aus. Für eine Online-Karte auch noch. Für ein Routing geht das gar nicht. So, da sind wir jetzt. Und jetzt muss man eben weiter gucken, was wollen wir noch? Aber das sind eben so relativ grob strukturierte Ziele, die wir hier haben. Ja, dann ist ja die Idee, wir sind ein freies Projekt, open. Zuerst war Software open und dann gibt es ja da dieses Entwicklermodell, das inkrementelle Arbeitsweise in der Softwareentwicklung, die bei Open-Source-Projekten ganz deutlich ausgeprägt ist, dass man also irgendwie ein Programm entwickelt, man codet was, dann verwendet man das Programm und guckt, tauchen Fehler auf, wollen die User was anderes und geht dann, ja, also evaluiert das kritisch und geht dann sozusagen zurück in die Entwicklung, startet den Prozess von neuem, wertet das. Wenn wir das auf OpenStreetMap umbrechen würden, würde das so aussehen. Wir denken uns ein Tag aus, packen das in die Datenbank, gucken, funktioniert das in der Praxis, sehen vielleicht, es funktioniert nicht. So, und jetzt schlagen wir uns in der Mailingliste die Köpfe ein, warum das nicht funktioniert und dass die anderen das bloß nicht richtig verstehen und sind ja sowieso bloß Idioten. Ich übertreibe ein bisschen, aber ja, und dann ist die Diskussion zu Ende. Dann macht jeder so weiter, wie er denkt. Also dieser Kreis funktioniert bei OpenStreetMap nicht so richtig. Ja, warum funktioniert das nicht so richtig? Programmierung ist die Arbeitsanweisung an einen Rechner. Das heißt, ein Mensch sagt einer Maschine, was sie tun soll. Und dann kann er gucken, tut die Maschine das Richtige, tut sie das, was wir von ihr wünschen und kann es entsprechend anpassen. Bei OpenStreetMap machen wir mehr. Wir gehen raus, gucken uns in der Wirklichkeit um, versuchen die Wirklichkeit in ein Datenschema zu pressen, dann kommt jemand anders, nämlich ein Programmierer oder ein GIS-Mensch, guckt sich die Datenbank an, arbeitet mit der Datenbank und stellt fest, na, irgendwie ist das komisch mit den Daten, die ich da habe. Manchmal, zum Beispiel Radwege, Fußwege. Das heißt, wir haben ein Problem, weil wir verschiedene Stufen haben. Wir haben einmal Datenerfassung und wir haben Datenauswertung. Und daran sind verschiedene Personen beteiligt. Das sind nicht die gleichen Leute, die Daten erheben und die Daten auswerten. Das heißt, auch dieser Prozess der ständigen Verbesserung funktioniert nicht so richtig, weil eben unterschiedliche Personen beteiligt sind. Dass die, die auswerten, nicht unbedingt auch die sind, die es erfassen. Das heißt, unser Zyklus ist eigentlich so ein bisschen größer. Wir erfassen zuerst die Wirklichkeit, dann entwickeln wir ein Datenschema, dann geht das in die Datenbank, dann werten wir die Datenbank aus, gucken, was kriegen wir
aus den Daten der Datenbank. Und dann müssten wir eigentlich noch überprüfen, entspricht das, was uns die Datenbank zurückgibt, dem, was wir in der Wirklichkeit vorfinden. Und darüber kann man dann eben wieder trefflich streiten, weil wenn ich jetzt hier da irgendwie, was ich für einen Radweg halte, fotografiert hätte, würde das jetzt hier hochhalten, dann würden wahrscheinlich verschiedene Mapper unterschiedlicher Meinung darüber sein, was sie da sehen, ob sie da einen Radweg sehen, ob sie da einen Fußweg sehen, ob sie einen Path mit irgendwelchen Access-Regeln sehen. Die Wirklichkeit nimmt jeder so ein bisschen anders wahr. Aber in der Datenbank tun wir so, als wäre das immer das... Moment. Das Gleiche. Woran liegt das? Das liegt daran, dass es sprachlich unterschiedliche Möglichkeiten gibt, miteinander zu kommunizieren. In der Alltagssprache verwenden wir sogenannte kernprägnante Begriffe. Das heißt, wir orientieren uns an dem prototypischen Bedeutungskern des Wortes. Jedem ist aus dem Kontext der Kommunikation quasi klar, um was es geht. Wenn ich sage, ich esse keine Katzen, dann weiß jeder von euch, dass ich vermutlich keine Hauskatzen esse. Aber mit Katzen könnte ich natürlich auch Tiger und Löwen meinen. Wenn ich im Zoo war, sage ich war bei den Katzen, müsstet ihr schon mal nachfragen, war ich jetzt bei den Rassekatzen im Zoo oder war ich bei den Tigern und Löwen? Das in der Alltagssprache funktioniert das völlig unproblematisch, weil wir das in der Regel aus dem Kontext rauslesen, was gemeint ist. Das funktioniert aber nicht in der Sprache, in der wissenschaftlich oder technisch kommuniziert wird. Insbesondere nicht, wenn man Alltagssprache dann irgendwie computerverständlich ablegen will. Denn die andere Kommunikationsmethode ist die, die wir aus der Wissenschaft kennen, nämlich die mit randscharfen Bedeutungen. Das heißt, wir bilden eine Definition und sagen also, wo ist der genaue Rand meiner Wortbedeutung? Wo beginnt ein neues Wort? Darauf kommt das in der Alltagssprache nicht an. Da kann sich das durchaus überdecken. Das kriegt man aus dem Kontext raus, was gemeint ist. In der Wissenschaftssprache ist das ein Unding, weil da streitet man sich ja genau über den Kern, über die Reichweite der Definition, verbessert dann gegebenenfalls die Definition, um eine feste Bedeutung zu haben, um verständlich miteinander kommunizieren zu können, damit man genau weiß, was der andere meint, ohne noch verstehen zu müssen, was er sich eigentlich dabei gedacht hat, was sein Kontext ist. So, hier also nochmal die Beispiele und auch in Witzen. Viele Witze funktionieren genau mit diesem Kontext. Treffen sich zwei Anwälte, fragt der eine, na wie geht's? Sagt der andere, schlecht, ich kann nicht klagen. Ja, der gemeinsame Begriffskontext, kernprägnant, ist Klagen, hat irgendwas mit Streiten oder sich beklagen, sich nicht gut fühlen zu tun. Das ist irgendwie so dieser Begriffshof, der da rumschwirrt. Und hier verdreht man halt den Kontext. Und das ist das Problem, womit wir es auch bei OpenStreetMap zu tun haben. Hier nochmal eine randscharfe Definition. Ein Quadrat ist ein gleichseitiges Dreieck. Da gibt's nicht irgendwas daneben. Das ist klar, was ein Quadrat ist. Da kann man sich nicht mehr drüber streiten. Es sei denn, man fängt halt ganz oben an und macht ein ganz neues Begriffssystem auf. Und hier Definition aus Gattungsbegriff und unterscheidenden Merkmal. Also Rechteck ist die Gattung und das unterscheidende Merkmal ist die Gleichseitigkeit der Ränder. So, wie sieht das nun bei OpenStreetMap aus? Wir haben die On-the-Ground-Rule. Das heißt, wir orientieren uns an dem, was wir da draußen sehen und das verführt uns natürlich auch dazu,
kernprägnant zu denken. Also unpräzise zu denken, irgendwie, ach, das sieht aus wie ein Fußweg. Ich denke, das ist ein Fußweg, ohne uns eben Gedanken darüber zu machen, wie ist ein Fußweg eigentlich definiert. Dann das nächste Problem, wir wollen ein allgemeinverständliches Datenschema. Wir wollen, dass jeder mit kleinen Einstiegshürden sich halt hier auseinandersetzen kann mit dem Datenschema und beitragen. Wir sind kein Expertenschema. Das Ganze führt aber eben dazu, dass wir sehr stark kontextabhängig mappen, weil wir eben sagen, ich sehe doch den Radweg. Das verstehen die auf der Mailingliste bloß nicht, wenn ich das denen erkläre. Wenn die hingehen würden und sich das angucken, würden die das verstehen. Ist natürlich nicht so. Da würde auch jemand, auch draußen, dann für denselben Radweg würde man auch, Entschuldigung, alle wieder wach, ja, würde jeder was anderes sehen. Es gab ja auch jetzt diese Umfrageplattform, ich glaube, na, da komme ich noch dazu. Ja, wogegen wir bei der Datenbankauswertung, da denken wir informatisch. Da sagen wir, wir haben eigentlich ein feststehendes Tagging-Schema und gehen da auch so ran, als hätten wir da tatsächlich eine Fachsprache vorliegen und werten sie so aus. Im Ergebnis aber haben wir, sieht aus, als hätten wir eindeutige Ergebnisse, in Wirklichkeit haben wir Wahrscheinlichkeiten da drin stehen. Wir können sagen, wir haben da einen blau gerenderten Weg in der Karte. Zu 70% verstehen die Leute darunter einen Weg, wo so ein blaues Verkehrsschild steht, wo drauf steht, das ist ein Radweg, also nach SDVO. Zu 30% verstehen aber unsere Mapper darunter einen Weg, wo sie gut mit dem Rad langfahren können. Das Schild interessiert sie gar nicht. Und 2% der Mapper sind noch ganz andere Meinung. Und das macht, begrenzt natürlich den Nutzen von OpenStreetMap und was man mit den Daten machen kann. Ja, das ist in etwa so, wie wenn Sie Eierkuchenteig, heißt das hier Pfannkuchen, ja jedenfalls die Dinger, die man in der Pfanne brät, bekommen. Das ist ihre, sind Ihre OpenStreetMap-Daten, gießen die in die Pfanne, braten das schön, das ist das GIS, kosten dann den Pfann oder Eierkuchen, denkt, der schmeckt aber irgendwie komisch. Also das Ergebnis ist eigenartig. Fragen Sie ihn, der die Daten geliefert hat, was ist denn mit den Daten los? Was hast du denn genommen? Ich habe Eier genommen, ich habe Mehl genommen, ich habe Milch genommen. Stimmt ja eigentlich alles. Na, was für Milch hast du denn genommen? Eine Reismilch. Na, Reismilch, das funktioniert doch nicht. Wieso? Steht doch Milch drauf. Ne? Kernprägnant. Milch ist doch Milch, kann man doch austauschen. Nee, kann man eben nicht. Das eine ist Kuhmilch, das andere ist Reismilch und ein Pfann- oder Eierkuchen schmeckt nur, wenn man Kuhmilch nimmt. Oder beim Döner. Das wäre so, wie wenn ich einen Döner bestelle, dann bekomme ich einen ganz normalen Döner da im Teig. Wenn ich sage, jetzt möchte ich aber einen Döner mit Halloumi und bekomme plötzlich einen Dürüm mit Halloumi, dann sage ich, nee, es ist doch kein Döner. Und man kriegt zurückgesagt, wieso denn nicht, ist doch fast das gleiche drin, bloß die Hülle ist eine andere. So ist ein bisschen das Schema bei OpenStreetMap, weil wir halt kernprägnant denken und randscharf auswerten. Das Problem, wir versuchen das ja irgendwie in den Griff zu bekommen, diskutieren auf Mailingforen, Mailinglistenforen, ist einfach zu komplex. Ja, keiner macht sich dann die Mühe, die gefundenen Ergebnisse und vielleicht sinnvollen Hinweise zusammenzufassen, abzugrenzen, wie auch immer. TechInfo sagt uns nur, wie wir was verwenden, aber da haben wir das gleiche Problem, wir wissen nicht, was dahinter steht. 30% verstehen Verkehrsschild, 70% verstehen Verkehrsschild, 30% verstehen, ich kann da mit dem Rad langfahren und dann gibt es noch die auch noch was ganz anderer Meinung sind und sagen, oh, ich lasse das alles hier. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch ein Mittel, mit dem wir analysieren können, was steht hinter dem Tag, was verstehen die Einzelnen unter den Tags. Und wenn wir erstmal so weit sind, dass wir wissen, dass wir verschiedene Kontexte vielleicht haben, die wir in einen Tag packen, können wir auch weitergehen und sagen, naja, vielleicht können wir ein bisschen was
von dem, was wir da als Kontext in einen Tag mit reinpacken, rausnehmen und als Extra-Tag erfassen. Dass wir eben zum Beispiel sagen, Radwege sind Wege, wo man mit dem Rad langfahren kann. Und wenn da ein blaues Schild steht, naja, dann erfassen wir das Verkehrsschild eben extra, Traffic sein. Und damit hätte sich dann diese ganze Problematik schon ein bisschen entschärft, was natürlich voraussetzt, dass wir kritikfähig sind und uns auch auf andere Meinungen dann einlassen. So, und damit bin ich quasi auch schon am Ende. Was ist das Ergebnis? Erstmal, dass OpenStreetMap kein richtiges Ziel hat, also quasi sein Tagging-Schema nicht über ein konkretes Ziel steuert, sondern bloß so ein groben Rahmen dabei hat, dass wir uns bei der Datenerfassung an kernprägnanten Begriffen orientieren, aber dann bei der Datenauswertung so tun, als wären es randscharfe Begriffe, was dann natürlich nicht funktioniert, dann kriegen wir irgendwelche komischen Ergebnisse beziehungsweise können nicht das sagen, was man eigentlich von uns erwartet oder wie man das von anderen Schemen halt gewöhnt ist. Und wir benötigen eben entsprechende Werkzeuge, mit denen wir dieses Phänomen des kernprägnanten Verständnisses von Begriffen aufdecken können, um dann vielleicht irgendwie uns in Richtung randscharfe Begriffe zu bewegen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags und freue mich jetzt auf kritische Hinweise, Diskussionen und Fragen. Ja, vielen Dank, Falk. So, dann mal eine Frage ans Plenum. Gibt es hier Fragen an Falk? Ja, hier vorne ist schon eine. Okay. Ja, danke schön. Vielleicht kennt ihr das beim Arzt, wenn ihr seid, da gibt es gibt so verschiedene Schemata, nach denen er da irgendwie die Krankheiten aufschlüsselt, zum Beispiel dieses ICD-10, glaube ich, heißt das oder so. So Ontologien, wo wirklich dann von Experten das irgendwie festgelegt ist, die Bedeutung von Begriffen. Gibt es da irgendwelche Ansätze, sowas für geografische Phänomene oder was man so trifft beim Mappen irgendwie, sowas zu verwenden bei OpenStreetMap? Die Frage müsste ich dann gleich ans Auditorium weitergeben, weil also mir ist nichts bekannt. Ich habe mir das auch schon immer mal so vorgenommen. Ich glaube, was wir haben, ist, dass eben einige Leute, die Datenbank auswerten und Karten draus machen, dass die dann sozusagen eine Normalisierung vornehmen, dass die also sagen, was mit Path und Access Food, Access Bicycle getaggt ist das gleiche wie Highway, Foodway mit Bicycle, yes oder so, dass sie das also dann einfach eben zusammen schmeißen, aber die müssen das quasi eben auch nach oben generalisieren, also wir hätten eigentlich die Möglichkeit vielleicht zu sagen, da steht ein Verkehrszeichen, da ist es bloß gut zum Radfahren, aber diese Unterschiedlichkeit in der Auslegung der Begriffe und so zwingt uns halt dazu, sozusagen den gröbsten gemeinsamen Nenner zu finden, den es gibt. Also da gibt es bisher noch keine richtigen Lösungen. Was ich eben jetzt gesehen habe, war vor einem Monat oder so diese Umfrage, die irgendjemand mal initiiert hatte zu Fragen mit OpenStreetMap, wo er dann eben auch so Kuchendiagramm, das einfach, also eine konkrete Frage gestellt, hat das dann als Kuchendiagramm dargestellt und dann war das noch weiter aufgeschlüsselt, was sagen die Mapper, die mehrere Jahre schon dabei sind, was sagen die Mapper, die so mittellange dabei sind und was sagen die neuen Mapper. Und das könnte man dann eben verfeinern, wenn dann jetzt sagen, hier habt ihr ein Foto, was seht ihr, ein Radweg oder ein Fußweg? Und dann, und nein, das ist Quatsch, das ist ja ein Ja-Nein. Nein, was... Also bei kombinierten Radfußwegen, was seht ihr, was taggt ihr? Und dann würde man dann auch wahrscheinlich rausfinden, dass dann die Leute 30% sind der Meinung, 20% der Meinung und 50% sind einer anderen Meinung. Und dann könnte man eben weiter fragen, warum gibt es diese großen Unterschiede, diese großen Meinungsblöcke? Was ist das dahinterstehende Merkmal, warum die Meinungen auseinandergehen? Also irgendwas so in der Richtung schwebt mir vor, dass man das analysieren kann und ich denke, sind Umfragen eben einfacher. Man muss natürlich richtig fragen, das ist dann das nächste Problem, was wir uns einhandeln. Aber Umfragen sieht man halt sofort, kann sie sofort auswerten. Man muss sich nicht noch durch einen Thread von 50 Beiträgen, wenn es schlimm kommt, wälzen, wo sich dann am Ende auch alles im Kreis dreht. Also das können wir einfach auch zeitlich nicht leisten. Also wir müssen Methoden finden, das schnell und prägnant
zu visualisieren und darzustellen. Eine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, falls noch eine da ist. Nach dem, was du erzählt hast, könnte man auf die Idee kommen, dass was OSM macht, ist eigentlich totaler Schwachsinn. Kannst du vielleicht ein paar kurze Worte dazu sagen, warum das vielleicht doch gar nicht so schlecht ist vom Ansatz her? Weil es im Grunde funktioniert und solange man eben sich quasi auf den kernprägnanten Bedeutung beschränkt, wenn man nicht mehr braucht, als zu sagen, da ist eine Straße, mit der, also wir können, ein bisschen differenzieren können wir ja auch. Und also wenn man bloß eben auf dem Niveau Karten und vielleicht Routing stehen bleiben will, dann ist OpenStreetMap perfekt. Wenn man aber sagt, eigentlich wissen wir nicht, wofür unsere Daten gut sind und haben kein konkretes Ziel, dann sollten wir eben auch versuchen, das Tagging-Schema einfach zu verbessern, um neue, coole Anwendungen noch möglich zu machen, die eben bisher nicht möglich sind, weil das eben sozusagen alles im Rauschen der Tags untergeht. Aber dass es funktioniert, das sehen wir alle und deswegen sind wir hier. Und ja, es soll nur noch besser werden. Okay, nochmals vielen Dank, Falk.